Hallöchen und seid herzlich gegrüßt wieder zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, es ist die neueste Release-Version, die ich schon seit 2 Folgen spiele. Also das ist jetzt die 3. Folge und übrigens auch mit einem nagelneuen Renderer. Dieser Renderer nennt sich Dev9, also 17.7 Dev9. Soweit ich das im Kopf habe, ich kann ihn mal kurz einblenden. Und zwar werden wir feststellen, dass wir hier Atmospheric Scattering nicht drin haben. Weil das ist aus der Version herausgenommen worden. Und wir sehen, wir können ja den Unterschied feststellen, indem wir im Himmel gucken. Das ist also der Rendererhimmel. Und wenn es Nacht ist, gibt es leider keinen Mond. Also wie im Original Gothic. Nun gut, okay, geht's weiter. Hier sind wir im Butlerlager gewesen und haben denen die Spitzhacken gegeben in der letzten Version. Und davor waren wir natürlich auf dem im Ogersteinkreis und haben die gesammelt. Dann sind wir hier zurück zu den Butlern hin. Dann hat mir da eine Slim da erzählt, da gibt's eine Höhle. Da habe ich dann die Warane noch gefunden und 2 Stück. Mehr weiter habe ich nicht gemacht, weil ich nämlich ganz einfach mal zum Kloster beamen will. Wenn ich das jetzt mal hier, ich muss wahrscheinlich neu definieren, Varaninsel, nein. Gucken wir mal, Leuchtturm, Pyramide, Onas Hof, die 8 steht Steinkreis im Ritual und Korin ist Norden. Das heißt also, wir müssen erstmal die Klosterhone finden, weil ich habe nämlich alle Zutaten zusammen. Und wo ist die Klosterruine? Da ist sie. Da setzen wir dann auch gleich mal hin. Ach ja. Oh, habe ich eigentlich noch genug Money. Jetzt sind wir wieder hier. Den Dandolo, den habe ich immer noch nicht wieder geholt. Aber ist ja auch egal, wo der ist. Soll mir erstmal wurscht sein. Und da fällt mir auch gleich bei dem Kloster Folgendes ein. Es gibt nämlich, bevor ich zu Pyroka gehe und ihm die Zutaten gebe, das werdet ihr wahrscheinlich mitbekommen haben, dass ich, ja, richtig, bei diesem Talomon vorbeigegangen bin. Und dummerweise habe ich, war doch hier, ne? Nee, ich muss weiter rechts. Rechts, war das jetzt rechts? Ja, richtig, hier ist der Talomon. Und damit ich auch mal wieder Anschluss an die andere Folge bekomme, habe ich ja hier die Lampe bewegt. Ne, könnt ihr euch erinnern? Und dann ging hier dieses Regal davor. Was ich nicht gesehen habe, ist, dass es noch knallhart nach unten geht. Und dann habe ich nur einmal nochmal die Lampe bewegt, dann ging aber nichts. So, ich hätte nämlich nochmal die Lampe bewegen müssen. Erst beim zweiten Betätigen geht dann wieder dieses Regal rum. Und wir sehen, jetzt runter. Tiefst und heftigst. Das werden wir mal abspeichern. Ja, und was uns da erwartet, außer ein paar Ratten, die wir ja vorher schon gekillt haben. Labyrinth. Das ist ein Labyrinth. Also hier geht es nicht weiter. Dann gucken wir doch mal, was uns hier eigentlich erwartet, außer einem Labyrinth hier. The Maze. The Goonies. Welche Filme gibt es denn noch, wo Labyrinthe sind? Das Labyrinth. Ach, ein Film mit David Bowie zum Beispiel, oder? Ja, ich glaube, da war auch so ein Film. David Bowie. Ja. Oh, ich höre was. Nein? Das weiß ich nicht. Ja, ach so. Da sind sie wieder, die Ratten. Und da ist noch eine. Okay, dann haben wir sie auch schon mal gekillt. Ah, noch eine. 2. Okay. Ja, wie wär's mal mit killen? Da ist ja, nicht okay. Zu holen. War klar. Es ist nur eine Ratte, keine Riesenratte. Aber ich höre noch welche. Oh oh. Mein Gott, ist das hier alles spinnenverwoben. Und so labyrinthisch hier. Aha. Okay, hier geht das da wohl rum? Ne, hier geht es gar nicht rum. Das ist nur wieder eine Sackgasse. Hier auch und hier auch. Okay. Naja, das ist natürlich sehr, sehr anspruchsvoll für mich. Bin ich jetzt hier richtig? Ja. Ach, hier ist noch einer. Die wedelt noch mit dem Schwanz. Aufhören mit Schwanzwedeln. Hier, du bist kein Hund. Du bist eine Ratte.
Okay. Ja, mal wieder speichern. Und hier ist schon mal ein gemauerter Raum mit einer Tür. Gucken wir mal durch, was uns da eventuell erwartet. Und eher nichts. Gut. Dann versuchen wir sie mal zu öffnen. Es geht. Was? Irgendwas kommt. Da kommen bestimmt Skelette auf mich zu. Also irgendeiner hat gebrüllt. Ich habe ein Schwert gezogen. Weil ich denke, dass da nämlich ein Skelett auch ein Schwert gezogen hat. Jetzt nicht wieder so eine... Oh, das ist auch noch ein schweres Schwert. Skelett meine ich. Nee, das ist ein gerüstetes Skelett. Oh. Ah, shit. Okay, ging. So, rostige zwei Hände und ein Skelettchen. Oh, ja. Ah, ich hab doch abgeblockt. Oh, das sieht übel aus da hinten im Raum. Das sind nämlich Dämonen, die auf uns warten. Erstmal was trinken. Ach, Leute, Leute, nee. Erstmal speichern. Und was jetzt? Also, wenn links so viel Zeug ist, dann ist hier nix. Oh, oha. Sieht er mich? Das ist ein violetter Dämon. Das sind zwei violetten. Nee. Und ein weißer Dämon. Was sind denn das für ulkige Dämons hier? Dämonen. Dämons. Mhm. Dämon. Heißen einfach nur Dämon. Mhm. Wenn ich jetzt mal den Dämon... Ach, Moment. Nee. Auf einmal kommt ein Skelett heraus. Ah, Mann, Skeletto. Nicht zu holen. Was ist jetzt? Zwei Händler. Ich müsste mal so langsam an mein Inventar gehen, weil ich habe so viele Klamotten, die ich mal verkaufen sollte. Und auch mal wieder ein paar vier Äpfel. Ein paar vier Äpfel, auch gut. Immer ein paar Äpfel essen. Every apple a day keeps the demon away. Und speichern. Uiuiui, jetzt bin ich auch mal gespannt. What will happens? Ist denn da noch ein Skelett oder sowas? Also drei Dämonen sehe ich schon mal mindestens. So, dann gucke ich mal. Wie sieht es denn eigentlich mit meiner Armbrust, neben dem Bogen aus? Was kann ich denn für Pfeilchen anlegen? Giftpfeil, Feuerpfeil, normaler Pfeil. Weiß ich jetzt nicht. Ich mache mal einen Giftpfeil, weil der am meisten Schaden hat. Aber bei Dämonen weiß ich das noch nicht. Wo ist jetzt der Dämon gemeint? Das muss nicht sagen, dass oben der rote Balken noch voll ist. Weil es kann durchaus sein, das hatten wir ja schon mal in anderen Folgen erlebt, dass dass durchaus einer getroffen wird. Ich will dich hier vorne haben. Oh, der kommt irgendwie nicht da durch. Und ich kann ihn auch hier irgendwie nicht anvisieren. Ah doch. Auf jeden Fall. Aber leider. Aber leider, leider, leider. Okay. Wird die Anzeige nichts bringen. Das kann also nur... Also die zeigt nicht an, ob er verletzt ist, weil der nämlich hier auf den... Oh Gott. Okay. Jo. Wenn dieses gotische Eingangsportal hier so spitz ist und die Dämonen nicht rauskommen, das ist doch nur gut für mich. Jetzt kann ich eigentlich hier nur warten, bis ich hier einen Dämon getroffen habe. Nur was ein bisschen schädlich ist, die Anzeige da oben. Aha, der ist schon mal weg, okay. Das ist gut. Dann machen wir hier weiter. Also anhand der Reaktion dieses Dämonen... Warum? Guck, können wir noch ein bisschen näher rangehen? Jawohl. Ach, der ist auch schon alle. Oh, das ist gut. Das ist gut. Dann werden wir mal hier gleich mal die Sachen hier looten. Dämonenlord. Ja. Der Lord ist auch schon mal weg.
Okay. Speichern. Dann haben wir nur noch den hier über. Ob das ein Dämonenlord ist? Nein, ist ein normaler Dämon. So, ist auch der letzte. Okay. Oh, machen wir hier mal ein bisschen gucken. Ist der blind? Der ist blind. Talamon-Dämon. Gucken, ob ich den mal hier mit... Okay. Und... Tschüss. Oh, Alter. Stürzt voll auf mich. Ja, das ist ein schöner Raum, der natürlich wieder sehr viel Magisches in sich hat. So sehe ich das. Weil hier Almanache sind... Und eine Ratte? Nee, okay. Die habe ich wahrscheinlich. Schwarze Magie 2. Schwarze Magie 2. Mal gucken. Erstmal hier die Regale abstöbern. Dann werden wir gleich Schwarze Magie 2 mal aussprechen nachher. Schwarze Magie 3. Aber das ist doch noch zu einer anderen Quest gehörig, soweit ich das weiß. Okay, Buchkommode. Mhm. Lesen wir mal, was kriegen wir? Oh, erzählen Erfahrung, das Gesetz der Insel. Überall dort, wo Menschen, allem Banditen und so. Ja, okay. Den Text kennen alte Veteranen. Ist natürlich klare Geschichte. Ach ja. Ich sollte vorher was essen, bevor ich ein Let's Play mache. Das habe ich auch in diesem Falle getan. Und dann hier ist ein Almanach. Mal gucken, was da steht. Verstehe. Magisches Wissen plus 3 und es gab einen Questbucheintrag. Los in was? Naja, müssen wir nachher mal gucken. Oder jemand kann mir das in den Kommentaren schreiben, falls ich es noch nicht herausgefunden haben sollte während des Let's Plays. Ja, okay. Schwarze Magie, was haben wir gefunden? Schwarze Magie 3, 2, 1. Speichern. Schauen wir mal. Also schwarze Magie, also Band 1, das ist ja ganz anders. Schwarze Magie, Band 1. Okay. Dann schwarze Magie, Band 2. Aha, das war unter Xardas Tagebücher. Sorry, falsche Taste gedrückt. Schwarze Magie 3. Das war wieder Xardas Tagebücher. So. Hier hatte ich schon gelesen gehabt. Und 6 hatte ich den auch schon gelesen gehabt? Nein. Also waren es 2 schwarze Magiebücher. Xardas Tagebücher waren unten. Gucken wir mal, da ist es. Ich habe im Kloster von Corinus noch ein Buch von Xardas über schwarze Magie gefunden. Es behandelt den dritten Magiekreis der schwarzen Kunst. Leider wird aber auch hier nicht klar, aus welchem Grund Xardas die Magie Belias gelernt hat. Aber Xardas erwähnt immerhin, dass Belia mit ihm Kontakt aufgenommen hat. Okay. In dem 5. Jetzt haben wir also, ich weiß gar nicht, wie viel insgesamt man haben muss an Büchern von Xardas und Beschwörungsbüchern. Aber das ist auf jeden Fall schon mal das Geheimnis, was wir hinter dem Regal gefunden haben, oberhalb des Klosters. Und jetzt geht's wieder zurück durch das komische Labyrinth hier. Wenn ich mich nicht vertue. Vertue ich mich? Nein, ich vertue mich nicht. Ah, es kann aber sein, dass ich hier noch was vergessen habe. Ich glaube das nicht. Dass es da irgendwie noch einen seitlichen kleinen Gang gibt. Aber ich habe sehr aufmerksame Zuschauer, bei denen ich mich immer wieder bedanke und ich auch herzlich grüße. Die werden mir schon sagen, hoffe ich doch. nö, da ist alles okay. Hat ja auch schon jemand geschrieben, dass ich nichts in einer Höhle vergessen habe. Ja, dann werde ich mal wieder hier rumgehen und noch mal weiter drüber sinnieren, was noch zu tun ist. Nee, was heißt sinnieren? Eben nicht. Im Gehen mache ich das oder im halben Rennen hier. Ich muss nämlich zu Pyrokaien. Haha, ich habe doch die Zutaten. Die Zutaten für die Spruchrollen. Salandril, ja. Er hier, Novize, rutscht ganz nervös auf seinen Knien rum. Ja, und da ist Pyroka. Aber da wollen wir erstmal speichern. Jo, Pyroka, dann erzähl mal. Ich hab die Zutaten nämlich.
Ich habe die Zutaten. Hier sind sie. Sehr gut. Ich lasse sogleich Bruchhorn daraus machen. Komme morgen zu mir. Dann dürften sie fertig sein. Okay, Bürogar, gibt's noch was Lustiges? Ich habe auch die schwarze Perle. Ich habe auch die schwarze Perle. Hier ist sie. Ausgezeichnet. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich werde daher daraus eine ganz besonders mächtige Spruchhülle machen, die du für dich verwenden kannst. Ey, klasse. Danke dir, Bürogar. Okay, und dann kommt als nächstes, ne, sind die Spruchrollen fertig. Ah, war das gut. Also, deswegen, wie ich schon vermutet habe, ist die schwarze Perle optional. Und ich bin sowas von gespannt, was dann passieren wird. Unkraut, ja. Leute, ihr seid hier am Hacken und macht nichts. Und das Unkraut steht immer noch. Gibt's nicht, geht nicht, kann nicht. Ich werde jetzt eine Runde schlafen. So, bis zum nächsten Morgen. Ja, und dann müssten wir die Spruchrollen hier abholen können. Ach, ich guck mal eben nach den Weintrauben, ob neue gewachsen sind. Nee, gibt keine neuen Weintrauben. Wo geht ihr denn jetzt alle hin? Das Morgengebet hat doch erst angefangen. Ach, hier sind wahrscheinlich früher aufgestanden. Ja, die gehen immer ganz früh. Stehen immer ganz früh auf. So, Pyrokarchen. Dann wollen wir mal fragen, sind die Spruchrollen denn da? Sind die Spruchrollen fertig? Ja, hier sind sie. Bringe sie so schnell wie möglich zu Lord André. Und hier ist die Spruchrolle, die ich für dich hergestellt habe. Und was ist das für eine? Haben wir lesen können links? Haben wir ja lesen können links. Aber das waren nicht so tolle Spruchrollen, die ich erwartet hätte. Ich dachte, es gäbe jetzt noch irgendwie supergeile Spruchrollen. Aber das können wir kontrollieren. Hier hat sich was getan. Ja, natürlich. Todeshauch. Alter, Spruchrolle benötigtes Mana 500. Habe ich eh alles gar nicht. So, großer Feuerball vergessen ist klar. Angst, Feuerfall. Feuerregen, 2 Stück. Der ist neu für mich. Kleiner Feuersturm. Kennen wir. Eispfeil, Eisblock, Eiswelle. Feuerball, Licht, leichte Wunden heilen. Blitzschlag, mittlere Wunden heilen. Heiliger Pfeil, das kennen wir. Ja, Kugelblitz, auch schön. Und hier gibt es leider einen Anzeigefehler. Gut, okay, das ist nicht so schlimm. Was haben wir denn? Verwandlung Troll, Löwe, Oger, Blutfliege, Fleischwanze, Ork. Ah, das ist beim nächsten Einladen, ist das okay. Deswegen werde ich mal speichern. Jawohl, nochmal neu geladen nach dem Speichern und alles ist wieder gut. Also, ja, klasse. Dann können wir Lord André Bescheid geben, nachdem ich erst nochmal gucken, Waffengefährte, wo waren das jetzt nochmal, Runenreise, Spruchrollen für Lord André, Pyroka hat mir mehrere Spruchrollen, okay, mehr nicht. Gehen wir da jetzt hin? Fragezeichen? Muss ich erstmal gucken, wo ich da hin muss. Leuchtturm nicht, alte Pyramide nicht, Milizlager, Onershof. Das dürfte es sein. Jawohl, und hier gleich zu meiner Rechten. Wolfgar. Und hier ist Lord André. André, ich habe super klasse Sachen für dich mitgebracht. Hör zu. Wir müssen Präsenz zeigen, also geh und hol deine Rüstung. Jedes Mal vergesse ich das. Nein, wir müssen Präsenz zeigen. Jetzt zeige ich dir aber eine Präsenz, du Heinz, du. Hier sind die Spruchrollen. Sehr gut. Damit hast du uns einen großen Dienst erwiesen. Nimm diese Belohnung von mir. Du hast sie dir verdient. So, wir haben 250 Gold erhalten. Ich habe ihm Spruchrollen gegeben. Was bleibt denn dann für mich noch übrig? Den Todeshauch. Ist das die schwarze Perle? Ich weiß es nämlich nicht. Das könnte mir bitte jemand einmal im Kommentar schreiben, wofür die schwarze Perle gut war, für welchen Spruch. Ich vermute, es ist der Todeshauch. Weil das ist ja hier wohl das absolut geilste Teil hier. Gut, als nächstes müssen wir mal fragen, was es sonst noch zu machen was gibt. Was muss ich als Deserteure. Nächstes tun? Leider muss ich mich erst um ein anderes Problem kümmern, bevor wir weiter gegen die Orks vorgehen können. Einige Männer unserer Stadtwache haben desertiert. Aber es kommt noch schlimmer. Sie sind unter die Räuber gegangen und plündern jetzt jeden Reisenden aus. Wo stecken denn die Burschen?
Vielleicht könnte ich mich ja um dieses Problem kümmern. Darum wollte ich dich gerade bitten. Aber ich habe leider keine Ahnung, wo sie stecken. Doch allzu weit können sie nicht sein. Auf jeden Fall muss erst das Problem mit den Deserteuren gelöst werden, bevor wir weitermachen können. Ja, habt ihr denn keine Fahnenjäger hier? Oder wie heißt das bei der Bundeswehr? Das Deserteurproblem ist gelöst? Moment mal, wie sind das? Jetzt muss ich mal... Ach, Quatsch. Jetzt muss ich mal im Deserteure. Lord André berichtet mir, dass einige Männer der Stadtwache desertiert. Und ja, okay. Das ist klar. Was ist denn eigentlich mit den... Stopp, dass ich mal eben nachgucken muss. Spitzhacken abrauchen. Okay, dann ist das noch hier aktiv. Okay. Also das ist mit den Spruchrollen für Lord André, glaube ich, ne? Gucken. Ah, es ist so viel. Ja, wenn dann ist auch egal. Ich habe das jetzt auf die Schnelle nicht so sehen können. Das Deserteurproblem ist gelöst. Sehr gut, dann können wir uns weiter um die Orks kümmern. Aber zuerst nimm diese Belohnung von mir. Du hast sie wirklich verdient. 100 Gold, gut, okay. Also, folgendes, es ist mir gerade wieder eingefallen, die Deserteure, das waren die Roten. Auf die bin ich ja schon einige Folgen vorher getroffen und hab sie dann mit Dandolos Hilfe natürlich lecker platt gemacht. Na, fragen wir nochmal weiter. Was können wir jetzt gegen die Orks unternehmen? Wollen wir jetzt gegen das Orkheer von Onas Farm vorgehen? Bevor wir hier was unternehmen, muss ich erst wissen, ob man durch den Pass kann. Die Orks haben diesen besetzt, aber vielleicht kann man, wenn man die Orkwache beseitigt, trotzdem in das Minental gelangen. Es würde auf jeden Fall unsere Situation erheblich verbessern, wenn wir mit Lord Hagen Kontakt aufnehmen könnten. Verstehe. Ich werde versuchen, was ich kann. Sehr gut. Innos möge dich bei deinem Vorhaben unterstützen. Und ich glaube, auch das haben wir erledigt. Orks am Pass oder sind die jetzt neu gespawnt? Sorry. Ja, erstmal speichern. Ja, dann gucke ich doch erstmal. Ich habe eine Passrune, das weiß ich. Dann gucken wir erstmal nach. Tele zum Großbauern direkt. Tele zum Ogre Steinkreis. Zum Pass in Korinis. Da werden wir mal eben kurz hinjumpen und gucken, ob wir da. Ah, nicht so. Okay, jetzt gucken wir mal eben kurz hin. Ja, hier sind keine mehr. Aber es kann natürlich sein, dass da hinten noch welche auf mich warten könnten. Wollen wir mal eben nochmal sicherheitshalber gucken? Ja, aber zuerst ziehe ich meine... Nee, die nicht. Die kann ich ja nicht anziehen. Zum Gefängnis. Also ich weiß, dass ich hier mal ein bisschen weiter vorgedrungen bin in einigen Folgen vorher. Aber ob das wirklich hier... wirklich orgfrei ist, das wird sich noch zeigen. Aha, ein Wag. Nein! Oh. Okay. Wie kannst du es wagen, mich anzugreifen? Und du auch, du Wargi. Bist hin. So, und das ist diese Brücke, die nach oben in so eine Höhle führt, das weiß ich noch. Von früher. Jetzt wird es ein bisschen karger. Da muss ich jetzt an Ditsche denken. Aha. Oho. Ja. Aha, Quest Orks am Pass. Das läuft ja wie geschnitten Öl. Nee. Brot. Die Orks haben den Weg zum Minental eine Mauer errichtet. Das Tor in der Mauer ist verschlossen. Ich sollte Lord André so bald wie möglich berichten. Vorher sollte ich aber alle was im Pass beseitigen. So, und dann gucken wir mal eben. Da steht bestimmt einer davor. Nee. Steht keiner davor. Aber Hallöchen, Popöchen, wo ist denn jetzt hier noch ein Feuerwurzel? Ja. Abspeichern. Dann gucken wir mal, ob wir diese dicke Tür da mal aufmachen können. Hä? Ich habe nichts gemacht. Ich bin nur hingegangen und dann... Ja, ich mache jetzt nichts mehr und dann haut er ab.
Ich sollte nicht ins Minental gehen. Oh, sorry. Da muss ich doch gleich husten. Junge. Okay. Das heißt, Lord André muss natürlich unterrichtet werden. Ich sollte nicht ins Minental melden. Meine Mission geht vor. Und Orks am Pass. Ja, dann werden wir doch mal zu Lord André wieder hin. Schauen wir mal, wo das war. Ich muss immer gucken. Pyramide, Onas Hof, da ist es. Also Milizlager. Und dann gucken wir doch mal. Ups. Zu Lord André hin. Hallo André, guck wir mal. Wir müssen Präsenz zeigen, also geh und hol deine Rüstung. Tja, ist ja gut jetzt. Jedes Mal. Ende. Mhm, okay. Es ist Lord André oder ich habe mich verlesen. Das Tor ist verschlossen. Ich sollte Lord André so weit wie möglich berichten. Vorher sollte ich aber alle Orks im Pass beseitigen. Das heißt also, weil er hier nichts sagt, ist irgendwo noch einer dort im Pass. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Ich kriege noch einen Teleport-Koller hier. Im Pass. Okay, im Pass, das ist vorm Pass. Und das ist im Pass. Also wenn ich jetzt hier durchgehe, so meine Interpretation davon. Ja, ja klar. Ich glaube, ich weiß, wo ich vergessen habe zu suchen. Muss hier irgendwie über die Brücke kommen. Wie war denn das nochmal? Ja. Da war doch irgendwo was Lustiges. Jawohl, hier war das nämlich. Oder speichern. Oh, um Himmels Willen. La, la. Genau. Yep. I can remember this point. Na, oh. Oh, Krieger. Ich habe natürlich wieder meine Rüstung nicht an. Auch da habe ich wieder vergessen. Okay, dann machen wir das anders. Oh, hier kann ich nicht springen. Die Decke ist zu niedrig. Hier kann hier nicht springen. Ich will das natürlich nicht riskieren, dass ich jetzt von dem Oger da einen auf die Zwerchmütze kriege. Deswegen ganz schnell mal wieder hier unsere Sache umgezogen. Ich finde auch das... Diese Rüstung ist wirklich schick. Andere ist mir zu blau. Odele. Wo bist du denn? Ach, jetzt hat wahrscheinlich die KI wieder sowas gemacht, dass er dann irgendwo versucht hat, an einer anderen Stelle hochzukommen. Ey, wie elegant Roland da mal so... Ja, du drehst dich mal rum. Okay. Wie elegant Roland da hochgegangen ist. Das ist ja schon fast Witcher-like. So. Uns nochmal hier ein bisschen um. Aha, aha, aha. Wo denn? Ach, da. Ich hab nicht abgespeichert, die Säcke. Mist. Ich habe mich abgespeichert. Also, andere Strategie nach alter Verfahrensweise. Wenn ich alleine bin. Anlocken. Wegrennen. Gucken, wer mir noch folgt, wenn ich hier über diese Steinbrücke gehe. Vielleicht. Ah, sind beide. Mist. Oh. Okay, jetzt versuchen wir hier irgendwo ganz smooth. Mal hier irgendwo auf eine Anhöhe zu kommen. Ja. Wunderbar. Nein, da nicht rein. Das ist eine ganz bekloppte Falle hier. Okay. Okay. Hier hoch. So, dann habe ich nämlich Feuerpfeil geladen. Mal gucken wir mal, ob wir von oben hier... Alter, ist der dull! Warum macht er das?
Oh, hab ich aber Glück gehabt. Kommt der jetzt auch noch hoch? Speichern. Oh, mitten im Kampf speichern, auch cool. Und ich bin sehr, sehr stark verletzt. Der springt dann mal einfach so rum, weil er versucht, nämlich hier hochzukommen. Ein Glück, dass ihn die Pfeile noch ein bisschen zurückhauen. Ja, also. Wow, darauf müssen wir erstmal einen trinken hier. Okay, da soll es erstmal reichen. Oh, Kriegerchen. Na, okay. Und dann wollen wir mal runter hier. Ganz smooth und elegant. Ich habe jetzt wieder ein neues Wort gefunden. Smooth. War ich. Und dann wollen wir nochmal eben kurz hier ihn hier ausplündern. Ja, nicht viel. Und bevor ich die Truhe aufmache, sage ich tschüss. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Gebt einen Daumen, schreibt ein Abo und ich grüße herzlichst. Euer David. Tschüss.